Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der Chicos und Chicas. Scheiße, das war schon mal dumm. Ich habe schon ewig nicht aufgenommen. Herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Sky ist am Start, sondern eine kleine Runde. Let's play, Kid Boss 2 alleine! Der Xandura hat keine Zeit. Der hat auch die letzten paar Tage schon nicht so viel Zeit gehabt, genauso wenig wie ich. Und ja, ich habe hier noch eine andere Figur, aber das ist nicht meine Figur, sondern die der meiner Freundin. Und ich habe noch diese hier. Level 52. Nice! Und ich habe ewig kein Guild Wars mehr gespielt, aus dem einfachen Grund, weil ich mit Monster Hunter 4 Ultimate so extrem beschäftigt war. Geht auch ein bisschen zurück, weil die Aufgabenzeit ein bisschen scheiße sind, die ich machen muss. Und ich bin jetzt in der 7. Aufgabe, habe alle Aufgaben zusammen, die man Nummer 7 machen muss. Und warum flackert meine Maus? Ich weiß es auch nicht. Da will ich doch mal gerade kicken, ob das doch so das überhaupt alles so schön aussieht, doch, würde ich mal sagen. In das Moment aus Battle War. Mal ein Schnitt. So, weiter geht's. Ja, alles in Dufte. Ich habe keine Ahnung. Ihr werdet auch die ganze Zeit so ein blaues Ding hier sehen. Dieses hier. Entschuldigung, ich weiß nicht, was das ist. Ich würde sagen, anstatt jetzt weiter rumzulabern, wir schabilen. Welchen haben wir heute überhaupt? Wir haben den 12., 13., 13., 13. haben wir heute. Und nächste Woche, Freitag, Samstag, Sonntag, ist die Konnichi! Freitag werde ich nicht vertreten sein, weil ich da ein, zwei andere Sachen zu tun habe. Samstag, Sonntag werde ich unterwegs sein, da werde ich vielleicht auch ein Interview halten. Da freue ich mich schon drauf. Und dort wird das alte Gewinnspiel aufgefrischt. Also das Dranbleiben lohnt sich jedenfalls. Das Gewinnspiel könnt ihr nachschauen zu Kartoffelpüree. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe ein Schreiben bekommen. Huch, was ist denn hier los? Jubiläumskleidungsset der königlichen Wache. Um unser drittes Jahr der Verteidigung Tyrias Gebühren zu feiern, möchten wir euch dieses Kleidungsset der königlichen Wache zum Geschenk machen, das von Königin Jenna persönlich in Auftrag gegeben wurde. Vielen Dank, dass ihr Guild Wars 2 spielt. Nice! Meins? Ja! Berichtet zufolge Moderem im Gebiet über einen Tyria ein. Seid gegrüßt, leider habe ich keine guten Nachrichten für euch. Wie uns mehrmals berichtet wurde, rücken Moderem aus dem Herzen von Maguma vor und tauchen an verschiedenen Stellen Tyrias auf. Wir dürfen nichts unversucht lassen, um davon abzuhalten, dass er sich die Stellung... Ja, ich weiß, dass sie Items sind! Lass mich lesen! Dass sich die Stellung in der Nähe unserer größten Städte schafft. Beigefügt findet ihr Informationen zu den Gebieten, die untersucht werden sollen. Bitte seht euch vor, in der Brisbane-Wildnis, den Kessex-Hügeln und auf dem Diessa-Plateau wurden verstärkt unterschiedliche Aktivitäten festgestellt. Versammelt eure Freunde und tut, was ihr könnt, um die Diener des Altdrachen zurückzuschlagen. Viel Glück. Danke. Wo ist das denn alles? Huch, da ist einer. Da war ich noch nicht. Okay. Da war ich auch noch nicht. Morgen Vorschrift ist beim Erika Händler und in der Nähe des funktioniert. Da war ich auch noch nicht. Oh mein Gott, noch ein Schneegebiet. Nein. Nicht nach Halt. Was? Da bin ich. So, ja, Guild Wars 2 Heart of Thrones ist jetzt im Vorverkauf erhältlich. Kauft es jetzt und erhaltet die exklusiven Titel Magum Wegbereiter und Zugang zu allen Weekend Beta Events. Nicht jetzt. Guild Wars 2 gibt es ja jetzt umsonst. Kann man sich kostenlos runterladen. Das heißt, wenn ihr gerne mal mit mir spielen wollt oder selber gerne spielen wollt, so, dann macht das auf jeden Fall.
unbedingt reinschauen. Was willst du jetzt hier? Aha. Okay, ja, toll. Ich freue mich, glaube ich. Kleidungsset. Ach du Scheiße. Oh, kann man sich mal geben halt. Wir können jetzt mal das hier mal jetzt hier mit rumlaufen. Und jetzt haben wir ein Kleidungsset freigeschaltet. Sehr schön. Wenn wir es jetzt ausziehen, haben wir es auch nicht an. Dann haben wir unsere Rüstung an. Aber wir ziehen es jetzt einfach mal. Achso. Was war das denn jetzt? Nochmal. Okay. Ja, jetzt will ich mal kurz gucken. Jetzt ist nur die Frage, wie viel Verteidigung hat das dann? Was ist das denn nochmal? Ich hab schon lange nicht mehr reingeguckt. Das ist gut. Das wäre so blöd von mir. Auf jeden Fall sehen wir jetzt so aus. Ich glaube nur, dass wir jetzt irgendwelche Verteidigung haben. Und wenn, weiß ich nicht, was zum Fick ist das denn? So ein Brüder in Wildnis bekommen. Das ist sehr schön. Aber ich komme da immer noch nicht hin. Daher. Was war denn das? Vor allem, was ist das hier? Müssen wir zurück oder was? Okay. Wir kennen das Lager. Komm, wir teleportieren uns einfach direkt hin. Ein bisschen Geschichte oder was? Das ist ja super. Das ist ja toll. Jetzt einfach mal ein bisschen Geschichte. Oder wie sagen sie? Die Geschichtsstunde! Du bist du da? Ich glaube, das ist eine Mordrin-Invasion. Ja, okay, gut. Mhm. Hat begonnen, das ist toll. Die machen das schon. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das Kleidungsset jetzt hier die gleichen Fähigkeiten hat wie das, was wir angezogen haben. Im Endeffekt. Ich finde, das sieht aus wie ein Gebäude hier. Aber gut. Sehr schön, alles sehr, sehr schön. Gut. Hinter mir habe ich auch zwei Leute. Und die drei Imperatoren der drei Legionen, Asche, was? Blut und Eisen, unterstehen dem Kanur. Aha, okay. Aber wir haben kein Kanur. Also geht das nicht. Können Sie wohl. Ruhe jetzt. Sie würden dem Kanur unterstehen, wenn wir einen hätten. Aber wir haben noch keinen neuen gefunden. Aha, die haben also noch keinen neuen Kanur entschieden, gemacht, getan. Weil es ja mega mäßig bedeutet, dass ich der Kanur bin. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss tatsächlich hier hin. Ne? Warum muss ich denn hier ins Gefängnis? Die Rückkehr des Bonners. Wie ich ja sage, ich habe doch den Slay hinter mir. Sag mal, hi Slay. Was? Slay, sag mal hi. Hi Leute. Und die Bloody Rose, wie wir sie jetzt einfach mal nennen, ist auch da. Aber die wird wahrscheinlich nicht hi sagen. Nee, nicht wirklich. Die hat mir den Kopf geschüttelt. Es geht halt schüchtern im Endeffekt. Ich verstehe das einfach nicht. Auf der Bühne kann sie rumdödeln wie doof, aber wo man sie nicht sieht, kann sie nichts sagen. Ich hab rumdödeln. Ja, sie hat rumdödeln gesagt, hat man bestimmt gehört. Woo! Ich glaube nicht, dafür sind sie zu entfällt. Valus ist hinter Schloss und Regeln, wo er hingehört. Sobald er tot ist, haben wir den Legionen gegenüber unsere Pflicht getan. Dies ist ein gutes Gefühl, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob Valus den Tod verdient. Natürlich sagt ihr das. Ihr seid sein Junges, glaubt mir. Valus beteiligt sich schon seit langem an verräterischen Handlungen. Warum habt ihr ihn nicht früher gemeldet? Weil ich hoffte, dass er sich ändert. Natürlich hatte ich nicht geahnt, wie tief er in Cesric in den Handel mit den Separatisten verstrickt war, bis Cesric geschnappt wurde. Er steht euer Wort gegen ein Seins.
So sieht es wohl aus. Aber was macht das schon? Das Tribunal und der Brimstone glauben mir. Werdet ihr ihnen widersprechen? Nur wenn sie getäuscht werden. Hi. Hi, Vater. Na? Dude, was geht? Hängst du ein bisschen ab, wa? Ehrloser, illoyaler Turbverräter. Ihr werdet im Fluch kämpfen, unbewaffnet und ohne Heiler. Und das war's dann. Das ist falsch. Ballus ist immer noch ein Soldat. Erlaubt ihm zumindest, sich zu verteidigen. Es ist zwecklos, an ihre Fairness zu appellieren. Sie kennt nicht mal das Wort. Wie wäre es damit, Legionär? Wenn ihr Ballus selbst hinrichtet, darf er sich wehren. Boah. Er ist mein Vater. Nehmt an oder lasst es bleiben. Wenn euch Ballus Würde so wichtig ist, wollen wir doch mal sehen, wie weit ihr dafür gehen würdet. Du kannst dich während einer Videosequenz die ganze Zeit dazwischen haben. Ich hab nicht gesehen, dass du eine Videosequenz hast. Deswegen sagt ihr auch pscht, ich sag dir pscht, damit du weitermachst, aber pscht, damit du pscht, pscht. Du bist wie meine Katzen. Du sagst pscht, mach einfach weiter. Ich bin intelligenter als deine Katzen. Das ist so mies, du Blöde. Also wenn ich dich irgendwann mal auf dem Schlachtfeld aus Versehen töten sollte, ne? Dann weißt du warum. Das ist so mies. Jetzt müssen wir uns entscheiden, entweder stirbt der ehrenlos oder wir müssen ihn töten und er darf sich verteidigen. Was zum Fick ist das denn? Ich habe schon Fehler gemacht. Mehr als ich sollte. Aber dieses gehörte nicht dazu. Ich habe nur versucht, das Richtige zu tun. Ich verdiene es nicht zu sterben. Könnt ihr mir helfen? Was verheimlicht ihr uns? Die Sache ist kompliziert. Ihr seid ein guter Soldat aus einem guten Trupp. Eure Mutter und ich waren immer stolz auf euch. Aber nicht jeder ist der, der vorgibt zu sein. Was erwartet ihr von mir? Dreht mir den Rücken zu, passt einen Moment nicht auf. Meine einzige Chance ist die Flucht, damit ich mich bewähren kann. Weil ich sie einfach so entkommen lasse? Ihr müsst mir trauen. Helft mir zu entkommen und ich erzähle euch alles. Erzählt es jetzt. Wenn es euch jetzt erzähle, werden sie mich hinrichten und dann seid ihr in Gefahr. Meine einzige Hoffnung ist, Beweise für meine Unschuld zu sammeln. Beweise, die ich in der Verhandlung nicht hatte. Was sagt ihr? Oh shit. Einverstanden, aber ich riskiere meinen Hals für euch. Wenn ihr mich verratet, tötet ihr mich damit. Ich komme nicht gegen das Tribunal an, aber ich werde dafür sorgen, dass eure Strafe ehrenvoll ausgeführt wird. Eure Argumente sind schlüssig. Lasst mich noch etwas länger nachdenken. Wenn natürlich das jetzt hier live streamen würden, dann könntet ihr natürlich jetzt hier schön mitentscheiden, weil eh kaum Leute zugucken würden. Ja, ich habe einen Verschlinger, toll, ne? Und daher bringt mir das auch herzlich wenig. Ja! Die Frage ist... Mit Tieren kenne ich mich nicht aus. Aber wenn es eine Kehle, Augen oder einen Bauch hat, weiß ich, wo ich mich stecken muss. Das ist schön. Ema ist zäh, vielleicht zu zäh. Ich will nicht wissen, wie sie als Centurio wäre. Oder als Tribun. Oder auch nur als Mutter. Geht mir auch so. Wer ist das gewesen? Warum redest du jetzt urplötzlich darüber? Mein Gott, hier geht's um meinen Vater, du blöde Tunte. Verstehst du das denn nicht? Du kriegst gleich auch irgendwas in dein scheiß Gehirn rein. Was haben wir noch so für Leute hier rumhängen? Ich weiß schon. Da. Hier unten schon mal, ne? Der ist schon platt, wa? Ich kann nicht rausziehen, Hey! Die ist platt. Der Hobbit ist tot. Ihr sagt es ihnen, oder? Sagt ihnen, dass ich nicht weggelaufen bin. Ich bin vielleicht ein Dieb, aber verrückt bin ich nicht. Der sicherste Ort für mich ist in einer dieser Zellen. Ja, Glück, dass ihr noch am Leben seid, Dieb. Wenn es so bleiben soll, dann bleibt mir aus den Augen. Wir sind ja ziemlich böse. Was zum... Warum? Du legst schon mal in der richtigen Position, mein Freund. Stehst du auf harte Rüstungen, ne? Verrückter Mambo. Flammenklingenmeister.
Hey, Junges, wenn ihr mir eine Flasche Brandwein Schwarze Zitadelle besorgen könntet, wäre mir das einiges wert. Was bietet ihr? Komplimente? Halt eure Klappe, geilen Vogel. Und wer ist das da? Da steht jemand hinter mir. Ja. Das bringt uns natürlich alles hier nicht weiter. What the fuck? What the fuck? Oh, was für ein Trip bin ich? Was zum Fick ist das? Oh mein Gott, da hinten ist noch ein... Sind das alles drei Weibchen? Nein, das sieht aus wie ein Männchen hier. Oh, Junge, du hast gut eine doppelköpfige Hydra bei dir. Nicey. Grüßen. Rühren. Du sagst mir rühren. Ein scheiß Gefangener sagt zu mir rühren. Bist du denn des Wahnsinns? Eine doppelköpfige Hydra, Char, mit einem Kern drinne, der anscheinend eingeschüchtert ist. Oder vielleicht ist das auch ihr Schwanz. Ich weiß es nicht. Sagt mir rühren. Jetzt geht's aber los hier. Okay. Das reicht mir jetzt aber. Ja. Keine Ahnung. Ich habe jedenfalls... Entweder kann ich jetzt hier sagen... ich habe jetzt die mal Möglichkeiten. Und wenn ich die hier nehme, habe ich nochmal zwei Möglichkeiten. Aber vielleicht wäre es sogar interessanter, dass wenn wir jetzt diese Scheiße machen, dann haben wir gleich den Kampf direkt und dann besiegen wir unseren Vater oder er entkommt dann auch. Jedenfalls besiegen wir vielleicht unseren Vater, dann ist die Geschichte mit unserem Vater vorbei. Und hier hätten wir vielleicht nochmal eine Geschichte für später nochmal dabei. Und dann machen wir das hier. Würde ich sagen. Die Rückkehr des Banners abgeschlossen. Wählt eure Belohnung. Verteidigung 41, 12 Zustandsschaden. Verteidigung 41, 12 Kraft. Und Verteidigung 41, 12 Zähigkeit. Dann würde ich einfach sagen, mächtige Sucherhose. Jawoll! Immer wenn ich... Die war die ganze Zeit ruhig. Kein Mucks von sich gegeben. Jetzt, wo ich gerade anfange. Ich habe gerade alles aufgemacht, wollte gerade auch schauen. Dann fängt die an zu rummeln zum Jau. Das scheiß Vieh. Annehmen. Alpha Handwerkerin, 5 von 18 hergestellten edle und irgendwas Skinhose freigeschaltet. Ich freue mich. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich war mir ein 2 Stück. Und Siegerausbildung haben wir auf jeden Fall schon mal fertig gemacht. Naturmagie. Firmen erhaltet Regeneration, wenn ihr Schaden erleidet, solange ihr euch Lebenspunkteschwelle befindet. Ertragreiche Jäger. Ihr und euer Tiergefährte richtet pro Segen, der auf euch wirkt, mehr Schaden zu. Nicey! Aber das war das jetzt doch nicht. Die Hose umswitchen. Und dann muss ich die Hose noch bemalen. Miniaturen. Kleidungssets. Nein, ich wollte nicht zu den Kleidungssets. Farben, da wollte ich hin. Oh nein, du kannst auch verfärben. Nicey! Aber ich will jetzt gerade... Achso, okay. Mhm. Stehe. Achso, das war auch die falsche Farbe, ne? Machen wir es so. Das andere machen wir schwarz. Okay. Kleidungsset. Oh, mega sweet. Du kannst es sogar ändern hier alles komplett. Was haben wir hier? Oh, nice. Das sieht mega cool aus. Dann bin ich noch irgendwo einen schönen Zitterhimmel. Dann machen wir die Dekoration hier so. Alles an eure Fressleiste rein. Nee.
Ich finde das Goldene hier eigentlich ganz cool. Das lassen wir auch so. Setzen wir das oben an. Anwenden. Okay. Würde ich sagen, wir gehen jetzt raus. Und lassen die zweiköpfige Hydra mit dem Char-Männchen-Schwanz in Ruhe. Das heißt, der hat gleich zwei Schwänze. Dum, dum, dum. Okay. Was ist denn heute los, Alter? Ja, bitte verlassen. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. So. Oh mein Gott, sieht das cool aus. Ich finde ja Charmännchen hässlich, ne? Aber der ist echt gut gelungen, Alter. Der sieht echt mega aus, Alter. Nice! Weitermachen. Wo muss ich denn jetzt hin? Der Pfeil sagt mir jetzt hier lang. Jetzt irgendwie, keine Ahnung. Wo muss ich denn? Ich muss wahrscheinlich hier hoch. Unter dem Meer. I dream some dream. Let's open the bridge. I see the blue. For me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I dream to myself, what a wonderful world. I dream of a white Christmas. Warum ist hier keiner? Wenn man so hier reingeht, ist ja auf Weise los. Dun, dun, dun! Für die Eisenlegion. Legionär, was macht ihr hier? Ich brauche den Schlüssel des Tribuns zum Gefangenenlager. Ich muss meinen Vater sehen. Du warst gerade drin, du Doofe! Bist du bescheuert? Was ist das für eine dumme Aussage? Ach du Scheiße. Das kann ich nicht zulassen. Ich habe ausdrückliche Befehle von Emma Peitschmähne. Niemand darf den Gefangenen besuchen. Ich war gerade da! Nicht einmal seine Familie. Ich war gerade da! Das ist bescheuert. Dann habt ihr zwei Möglichkeiten, Soldat. Tretet zur Seite oder sterbt. Trefft eure Wahl. Entbinde euch offiziell vom Dienst, Soldat. Trete zur Seite. Ihr dort, in der Kaserne ist eine Rauferei. Sie brauchen Hilfe, um die Leute auseinanderzubringen. Bewegung. Das ist Charme? Das ist Charisma? Erhöht Charisma. Was haben wir eigentlich hier gemacht? Wir haben hier Charisma mit ihr gemacht, ne? Ja, das. Ein Kampf? In Ordnung. Ihr überwacht den Gefangenen und ich mache mit bei dem Spaß. Ich meine, mache mich nützlich. Und schlichte den Streit. Mach das, ich habe ein Auge auf die Tür, während ihr fort seid. Findet den Schlüssel. Bücher und Pergamenten liegt ein gewundener eisener Schlüssel. Schlüssel nehmen. Wow, war das schwer! Vor allem, weil sie es direkt angezeigt haben, wo es ist. Das war auch voll unnötig. Sucht den Schlüssel. Geht einfach zu der Markierung und nimmt euch den fucking Schlüssel. Wäre wohl eine bessere Beschreibung gewesen. Also, tschüss mir. Ja. Heute ist ein super Tag zum Aufnehmen. Ich kann mich richtig schön aufregen heute. Das ist toll. So. Ja, es stehen noch zwei oder drei andere Sachen an. Ich muss noch Eldo muss jetzt noch aufnehmen, aber bin ich ja fast fertig im Endeffekt. Ich muss noch Battlefield Hardline aufnehmen. Ich muss noch,